So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen und ich würde mal wieder sagen, wir gehen mal wieder rein in... Das ist eine gute Frage, in was wollen wir reingehen? Also ich habe so einige Ideen, in was ich reingehen möchte. Ich würde sagen, wir gehen einmal in die nächste Mission rein, würde ich sagen. Das ist ein Gebiet, das haben wir noch nicht fertig gemacht, das finde ich aber auch leiwand, dass es da halt was gibt. Das würde ich halt dann quasi... Dann später halt dann halt machen, wenn ich da schon mal die ganzen Nebenquests dann noch ein bisschen beendet habe. Weil das ist dann eigentlich quasi hauptsächlich dann wieder Story. Es wird sich dann eigentlich auch sogar relativ gut ergeben. Dementsprechend hätte ich gesagt, kommt man wieder Bindungsmission. Let's go. Wenn die Alte nicht noch angefressen ist auf uns. Weil da war ja was. Training muss ich auch wieder im Dojo machen. Habe ich gehört gehabt. Wie ist es dir ergangen? Wenn du wüsstest. Oh, Schäse, Digi. Einfach nur Schäse. Ich bin völlig. Was er noch ein paar sechs Stück davon braucht, aber ich gebe ihm gerne mal eins. Oder mehrere halt in dem Fall. Bist du deppert? Was möchtest du wissen? Okay, passt. Er wollte nur sicher gehen, ob er dann nicht doch irgendwie irgendein gewisses Thema dann aufgreifen könnte oder sonst was ein ganz, ganz bestimmtes. Aber wir müssen trainieren. Ich werde dich gerne unterweisen, wenn du willst. Ich glaub, gegen irgendeinen bestimmten sicher. Na gut, es beginnt schon wieder super. Oder? Muss schon wieder kämpfen, aber nur gegen wen? Das ist wieder das. Waschige. Silbermünzen, das. Katana, ja, der war ja sowieso ein Wahnsinn, Alter. Mit seinem Vollfett-Angriff, Alter. Bist du deppert? Der hat was kennen. Ja, definitiv was kennen, bist deppert. Aber na gut, ich hätte gesagt gehabt, den haben wir mehr gemacht gehabt. Was zwar nicht, wer halt unbedingt halt so dermaßen wichtig ist oder irgendwas in der Richtung. Muss ja nicht heißen, dass der ein oder andere wichtig vielleicht ist. Aber ich hätte vielleicht gesagt, gerade gegen ihn, vielleicht. Der zerlegt mich fix. Bitte, zeig mir deine wahre Macht. Digi, der zerlegt mich fix, das war's eh. Aha. Okay, den interessiert das überhaupt nicht. Passt. Moin, Digi, servus, grüß dich. Alles klar, alles palett, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Ja. Warte, der geht dann noch, wo der Pistepper, der geht dann noch weiter in die Richtung, Alter. Schule, bleib ruhig da. Alter, du bist keine 50 mehr. Digga, das ist ja Wahnsinn. Da, Zwiebeln. Ja. Ah, okay, der macht dann wieder die längeren Angriffe, dann macht er wieder so kürzere. Bist du deppert dann. Alter. Oh, scheiße, wieder in der Arbeit, Digga. Ja, aber ich muss aber heute auch in die Arbeit. Also du bist nicht der Einzige, der was sonntags arbeiten gehen muss. Aber der war der Kracke, der soll ich mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Aber ich kämpfe das allererste Mal gegen ihn, also dementsprechend. Ja, wenn die Kameraführung so scheiße ist, dann ist auch wieder Arsch. Okay, dann macht er wieder den längeren. Ja. Ich kann nicht einmal auf 3 gehen. Ja, da kann ich jetzt einmal geben. Und dann weg. Ja. Na, da nicht. Der fickt mich durch. Ich sag dir das. Der fickt mich durch. Von dem Schnellen auf das Langsame. Also der hat es echt richtig gut drauf. Dieses schnell, langsam. Ist echt nicht schlecht von ihm. Mhm. Okay, da macht er wieder seinen Spezialangriff. Ich muss wieder aufpassen. Ja, er tut immer wieder wechseln. Von Spezial auf Normalangriff. Bist du deppert, Alter? Na, eher kontern. Ausweichen bringt sich nichts. Kontern. Ich muss in dem Fall halt sein Rhythmus gleich werden. Wenn ich den Rhythmus nicht zusammenkriege, dann wird das nichts. Ja, der macht einmal ganz, ganz schnell und dann wieder ganz langsam. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihm ein bisschen was geben. Und tschüss, weg. Sich jetzt aber... Oh, jetzt macht er schon wieder was Neues.
Okay, bist du deppert, das wird was mit dem Haberer. Alter, da macht er noch dazwischen dann wieder so einen langen Angriff, oder den? Der ist ja auch unberechenbar, Digga. Das ist ja Wahnsinn, oder? Schwule, kein Arsch. Bist du narrisch? Der ist unberechenbar, der Hund. Aber geil. Ja, dann macht er wieder sein normal. Alter! Ich kann nicht einschätzen, macht er jetzt einen normalen, macht er jetzt einen starken, macht er jetzt. Alter, das ist ja wirklich ein Hurenkind, Alter, bist du deppert. Alter, du gehst ins Spiel rein, Alter, mal 2 Minuten und wirst nur noch vermöbelt. Okay, das ist dann wieder so einer, da musst du wieder mehrmals. Ich kann dich da mal. Aha, jetzt kann ich ein bisschen geben. Bam, bam. Und weg. Aber manchmal immer so eine Attacke geht flöten. Das ärgert mich, das ärgert mich. Eine Attacke geht immer flöten von ihm. Ja, 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 aufpassen. Ja, das war wieder. Das war schon ein guter Anfang. Du musst aufpassen, was er macht. Sonst wird das nichts. Wenn er dann wieder so schnell hintereinander seine Angriffe macht, dann kann ich sowieso nicht kontern. Dann ist schon wieder vorbei. Mit dem Buren. Das ist ja Wahnsinn, der Typ. Das ist ja ein Wahnsinn. Der ist krank, Alter. Der ist krank, der Wahnsinnige, Alter. Bist du deppert? Ich hab mir gedacht, das ist ein Training und nicht, ich werd komplett durchgenommen. Kann ich auch ins Buff gehen. Das war, glaube ich, sogar leichter. Sogar sicher einfacher. Man kann es komplett vergessen, den Haverer. Aber ich glaube, sein Anfang ist immer gleich. Ich glaube, vielleicht hat er einen gewissen Rhythmuskampf. Mhm, jetzt kann ich ihm wieder ein bisschen geben und weg. Sicher, sicher. Ein Angriff geht nie. Es gibt immer einen bestimmten Angriff, den kann man nicht abwehren. Entweder weil es zu schnell geht oder ihr rastet. Das, der Typ ist wild, oder? Der Typ ist wie gewöhnt. Der taugt mir, bist du deppert. Jetzt kommt er wieder mit dem Angriff, alles klar. Mhm, jetzt hab ich ja. Ein Angriff. Da hat er mich wieder gekriegt gehabt, obwohl ich abgewehrt habe. Genauso wie vorher. Wenn er sich mit dem Rücken zu mir kehrt und dann quasi. Ja, okay, dann weiß ich ganz genau, wann kann ich wieder angreifen und wann nicht. Weil dieser. Plötzlich dieser Sturmangriff und dann dieser langsame irritiert so dermaßen beim Kontern. Noch zusätzlich. Okay, er macht da wieder was Neues. Interessant. Okay, er macht wieder. Ah, jetzt. Bam, bam, bam. Und weg. Jetzt. Mhm. Aber kann auch wieder sich wehren. Das ist ein Hund. Aber ist eh gut. Da lerne ich wieder das Kontern. Da muss ich das Kontern meistern. Ja, weil wir sind jetzt quasi schon so weit, dass es Gegner gibt, die was quasi zweimal hintereinander den roten Angriff machen können. Und das ist gefährlich. Mhm. Ja, dass er mich jetzt nicht gekriegt hat, das war sowieso ein Krieg. Wahnsinn, Alter, der Typ ist wirklich der Wahnsinn, Alter. Bist du deppert. Respekt, Respekt, wirklich. Muss aber sagen, dass der eine, glaube ich, davor noch schlimmer war. Was wir mal gehabt haben.
Ich finde manchmal dieses Kontern ab und zu, wenn er zweimal hintereinander schnell hinschlägt, das ist komisch. Jetzt habe ich einmal wieder. Bam, bam, bam. Ho, ho, ho. Aha. Aha, ja, wird schon langsam, hoffe ich mal zumindest. Besiegen kann ich am das ist ja nicht das Tragische. Es ist nur das, ich will den Meisterrang haben, das ist das Problem. Das ist mein Problem, ich will den Meisterrang besiegen, könnte ich am locker, das ist kein Thema. Aber ich will den Meisterrang kriegen oder wenigstens Experte-Rang. Das wäre mir halt extrem wichtig. Aber der Typ, der ist stellenweise wirklich dann wieder unberechenbar und dann wieder die Kamera. Und dann, wenn er wieder mit seiner roten Fähigkeit kommt, plötzlich um die Ecke schaut, ich drücke auf Dreieck, er tut wieder nicht kontern. Das ist dann wirklich ein Wahnsinn. Sobald er dich dann hat, er kontert dann immer. Oder nicht mehr gescheit. Sagen wir es mal so. Ja, passt. Wenn er mal hingeschlagen wird, dann kann er nicht gescheit kontern. Ist mir aufgefallen. Wirklich nicht schlecht. Ah, da kommt dann wieder dieser rote Angriff von ihm. Jedes Mal kommt dann der rote Angriff. Jedes Mal kommt dieser scheiß verfickte rote Angriff von ihm. Das. Puh, Alter! Puh! Haberer! Dieser scheiß verfickte rote Angriff! Der. Da könnt ihr ausrasten, da könnt ihr auszucken, Alter! Das ist. Er macht normale Schläge und plötzlich kommt er mit roter Angriff daher, Alter! Fix seine Mutter, Alter! Ah, depperte Kamera! Guter Start, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Da macht er diesen Seitenschritt. Das taugt man nicht. Macht er wieder diesen scheiß normalen so ein Hurensohn! Es ist so ein Hurensohn! Er macht mittendrin noch diesen starken Angriff! Das taugt mir überhaupt nicht! Das ist so ein Hurensohn! Nur damit der Arm mal kurz kassiert. Jetzt kassiert er mal. Jetzt kassiert der Pur. Bist du deppert. Alter, das habe ich aber Druck gehabt. Geht mir auf die Eier. Manchmal, du drückst auf diese Scheiß-Taste und sie will einfach nicht. Man kennt's. Das ist diese wunderschöne Ausrede, aber ist dieses. Das ist dieses, du drückst und es passiert nichts in dem Game. Wie wäre ich noch PlayStation 3, ja? Ja, jetzt. Die Runde, die kannst du sowieso schmeißen jetzt. Das ist schon vorbei. Hat sich schon erledigt. Zeig mir deine wahre Macht.
schlechter Hund. Ja, Abra, Bocca, Asafo. Alter, du bist denn jedes Mal immer in dieser scheiß Ecke, Alter. Die fuckt mich ab, Alter. Diese scheiß Ecke, Alter. Bist du deppert, das habe ich jetzt wie ein Weltmeister abgewehrt. Bist du deppert. Oh, der war gut. Der war gut, der Angriff. Trotzdem, man hat es gesehen gehabt. Es ist immer ein Angriff, der was nicht zum Abwehren gilt. Das ist ein Wahnsinn. Er macht dann quasi dann diese... Na, das ist ein Hurensohn. Einfach Hurensohn, Digga. Einfach Hurensohn. Hast gesehen? Hast gesehen? Das ist der eine Angriff, der was nicht abzuwehren gilt. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht geht. Macht er wieder langsam, Digga. Von schnell auf langsam. Wie kann man nur so ein Hurensohn sein? Macht er wieder langsam. Ja, du hast aber auch ab und zu so dermaßen scheiß Positionen mit dieser scheiß verfickten Kamera, dass du einfach einen Hurensohn siehst. Jetzt habe ich zwar ein bisschen abgewehrt, aber es war jetzt ein bisschen dieses unbefriedigende Abwehren. Macht er wieder lang. Das ist ein Wahnsinn. Er macht immer einen Schlag, den kannst du irgendwie nicht gescheit abwehren. Immer wieder. Wenn ich mal was sehen würde, dann geht's eh. Dann geht's eh. Aber wenn ich mal was sehen würde. Alter, trotzdem, ich glaube, nur Experte war das jetzt. Das war fix nicht Meister. Das war grad noch so, Experte. Grad noch so. Wow, Alter. Wow, irgendwie kann ich das nicht auf mich sitzen lassen. Aber ab und zu ist das so dermaßen ranzig, die Kamerasteuerung. Wenn du dann wirklich so intensiv gerade am Kontern bist. Das ist so scheiße. Ja, das war scheiße. Das war, vorige Runde war wenigstens noch irgendwie ansatzweise okay, aber die ist wieder Much. Mit Dazu trotzdem. Das ist wieder dieser eine Hurensohn-Angriff, wo er mich immer kriegt. Das ist nicht normal, das ist nicht normal, kannst es mir nicht erzählen. Kannst es mir nicht erzählen, dass das fair ist. Seitlich. Schau, und dann wieder von unten nach oben. Wie? Da kommt dieser Angriff. Der Spezialangriff daher. Schau,
Entweder ich kann es dann abwehren, vielleicht, aber er kommt dann wieder mit dem anderen Angriff daher. Seitlich. Ja, schau. Und schon wieder von unten nach oben und er kriegt mich. Da kannst du mir nicht erzählen. Dass das normal ist. Die wollen, dass du gefickt wirst auch. In dem Spiel. Egal wie gut du das abwehrst. Komplett umgeändert. Hm. Ah, ich bin auf dem anderen Spieß jetzt gerade von ihm. Von diesem Anfang, nur Anfangmodus, bin ich gewohnt. Das war jetzt in der Runde der starke Angriff. Schau, trotzdem, obwohl ich gekontert habe, hat er mich trotzdem mit einem roten Angriff gekriegt. Das ist manchmal, wenn ich Wulong spiele, sollte sowas. Ist sowas eigentlich nicht passiert. Okay, plötzlich macht er neue Fähigkeit. Von wo kommt die plötzlich daher? Die habe ich jetzt seit 20 Minuten noch nie gesehen, die Fähigkeit. So ein Hurensohn. Normalerweise war das abgewehrt. Immer eine bestimmte Attacke gibt es, wo er mich jedes Mal kriegt. Ja, zum Beispiel die wieder. Das ist ein Wahnsinn. Er kommt einfach mit so einem Stich daher oder irgendwas und plötzlich kriegt er mich. Oder mit nur einem starken Angriff. Oder deppert der Kamera. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Es ist immer irgendwas. Es ist immer irgendeine Scheiße. Was mich irgendwie stört an dem Kampf. Das ist, der Typ ist Wahnsinn, Alter. Der Typ ist wirklich Wahnsinn, Alter. Kannst mir nicht erzählen, dass ich schlecht bin. Das kannst mir nicht erzählen. Das kannst mir wirklich nicht mehr erzählen, dass ich schlecht bin. So wie ich manche Sachen dann nur noch abwehr, da ist Königsdisziplin. Ist einfach King. Ist einfach der Hero. Ah, das war wieder mein Fehler. Darf mich nicht ablenken lassen von den anderen Angriffen. Ich darf mich nicht ablenken lassen von den anderen Angriffen. Die irritieren mich dann immer zu sehr. Wenn er dann nicht mehr seine anderen Angriffe, seine Standardangriffe macht. Wenn er mich einmal kriegt, kriegt er mich. Wurscht. Das verstehe ich sowieso nicht. Warum ich das nicht abwehren kann. Das verstehe ich sowieso nicht. Ich drücke drauf, das nimmt er einfach nicht. Er will diesen Angriff nicht abwehren. Das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Entweder muss ich da mehrmals hintereinander auf Dreieck drücken oder ich weiß nicht. Oh, der war gut. Der Anfang war gut. Ah, starker Angriff, aber stark nachgelassen.
Ja, sobald der Angriff kommt, sein Standardangriff, kann ich ihm relativ gut geben. Das habe ich aber abgewehrt. Das habe ich 100% abgewehrt. Den einen Angriff habe ich 100% abgewehrt, aber der war... Die Runde war sehr, sehr gut. Die sehr, sehr gute Runde. Boah. Das war eine sehr, sehr gute Runde. Wenn es ein Standardangriff kommt, oder mache ich ihm... Fick ich ihn. Meistens. Er macht immer diesen roten Angriff bei den normalen Angriffen. Das ist schlimm, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Was ich aber nicht so nachvollziehen kann, ist, dass wenn er seine roten Angriffe macht, dass er da nicht kontert, gescheit. Ah, da war ich jetzt. Da war der Gier. Da war die Gier und die Ecke. Irgendwas ist immer schuld. Irgendwas ist immer schuld. Aber ich habe diesen einen Dreh raus. Ja, man hat's gesehen gehabt, oder? Ich habe den Dreh jetzt gerade raus gehabt. Mit diesem einen Angriff, wo mich immer fickt. Oh, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Da habe ich jetzt aber richtig viel Glück gehabt, dass er den Angriff zweimal hintereinander gemacht hat. Pass auf. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Meisterrang, gibst du. Ja, Mann! Meisterrang. Oh, Junge. Ja, Mann. Oh, den habe ich aber richtig schön gegeben in der Runde. Wie erhofft, beherrschst du deine Techniken wirklich aus? Bester Deppert. Wow! Oh, den habe ich richtig gut gegeben.